Vorab, ich mache hier keine Werbung. Egal, ob ich über Literatur spreche oder über Whisky, ich kaufe mein Zeug immer selber und sage nur meine Meinung. Mein Vater hat 5 Menschen getötet. Wie die meisten Mörder, die bloß Tastaturen, Hebel oder Kippschalter bedienen, wenn sie für einen maßlosen Augenblick die Herrschaft über Leben und Tod an sich reißen, berührte er dabei kein einziges seiner Opfer oder sah ihm auch nur in die Augen, sondern flutete über eine Reihe blanker Stahlwinden eine der Flussschifffahrt dienende Bootsgasse. So beginnt der neue Roman von Christoph Ranzmeier mit dem Titel »Der Fallmeister – Eine kurze Geschichte über das Töten«, erschienen im Fischer Verlag. Und immer, wenn ein neuer Roman von Christoph Ranzmeier herauskommt, dann muss man da genau hinschauen. Denn Ranzmeier ist ein Autor, der andere Kost bietet als das, was wir so jeden Tag über den Ladentisch im Buchhandel rübergereicht bekommen. Er ist jemand, ein österreichischer Autor, der sich nicht zuletzt durch Romane wie »Die letzte Welt«, ein absolutes Meisterwerk, »Die Schrecken des Eises und der Finsternis«, Morbus Kitahara oder sein letzter Roman, der Roman »Cox«. Das waren alles ganz große Werke, große Bücher, wobei sich gerade bei Morbus Kitahara durchaus auch einiges an Kritik entzündete, die, wie ich finde, teilweise auch auf dieses Buch hier zutrifft. Egal, wenn Ranzmeier mit einem neuen Roman rauskommt, dann ist das eben keine 0815-Ware, sondern es ist etwas, das immer heraussticht. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich das anschaut, was dieser Autor macht. Für Ranzmeier ist das ein relativ schmales Büchlein, relativ großzügig bedruckt, kommt man hier auf 220 Seiten. Ein Roman, von dem man also glauben könnte, dass er sich schnell lesen könnte, zumal die Geschichte ja fast wirkt erstmal wie ein Kammerspiel. Denn es geht irgendwo auch um eine Familiengeschichte. Es ist ein Mord, der hier am Anfang steht. Der Mord begangen von einem Fallmeister. Man würde sagen, es ist ein Schleusentorwärter, ja, an einem großen Wasserfall. Wo genau, weißer Fluss, ob irgendwie im Bereich Donau oder was auch immer das sein mag, spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Aber eben hier scheint ein Mord begangen zu sein, nämlich dass in einem bestimmten Moment die Schleuse geöffnet worden ist und dann eben ein Touristenschiffchen letztlich in den Tod getrieben wurde, beziehungsweise natürlich die Passagiere dieses Schiffchens. Erzählt wird das alles von dem Sohn des Fallmeisters, das ist der Ich-Erzähler, ein namenloser Erzähler, der selber Hydrotechniker geworden ist und damit sozusagen der einer technischen Aristokratie angehört, eine absolute Fachkraft, der auf der gesamten Welt sich hoch bezahlen lässt, im Auftrag von Wassersyndikaten, denn zum Zustand der Welt sage ich gleich nochmal etwas. Es ist aber erst einmal eine Familiengeschichte. Es gibt also den Fallmeister, der durchaus wirkt wie ein tyrannischer Vater. Vor allen Dingen, er ist zwar keiner, der Gewalt sozusagen physisch zeigt oder eben dadurch, dass er jemanden schlägt, aber alle fürchten sich vor ihm und vor allen Dingen seiner unglaublich lauten Stimme. Er ist ein jähzorniger, erstmal völlig unsympathisch wirkender Mensch.
Er ist verheiratet mit Jana, einer Mutter, die eher etwas blass bleibt in der Handlung. Er hat zwei Kinder, nämlich den namenlosen Erzähler und die Tochter Mira, die an einer extremen Form der Glasknochenkrankheit leidet, also im wahrsten Sinne des Wortes zerbrechlich ist. Und letztlich geht es also darum, dass dieser Fallmeister eben scheinbar einen Mord begangen hat. Aus welchen Gründen wissen wir gar nicht. Angeblich ist er nach einem Jahr selber verunglückt, hat wahrscheinlich diesen Tod selber gesucht. Aber es gibt eben doch einige Aspekte, die dafür sprechen, dass er eben doch noch lebt und dass sein Verschwinden ein großer Betrug gewesen ist. Er sich also letztlich seiner Schuld, die er begangen hat, mit diesem Verbrechen auch nicht stellen möchte. Erzählt, sagte ich eben, wird das von seinem Sohn, der eben als dann mittlerweile erwachsener Mensch eben Hydrotechniker ist und in der halben Welt eben sein Brot verdient. Und er setzt sich also in diesem Buch auseinander oder in dieser Geschichte eben auseinander mit seiner Vergangenheit, mit seiner Familiengeschichte und mit der Tat des Vaters. Interessant ist noch, dass er selber eine inzestuöse Beziehung hat zu seiner 4 Jahre älteren Schwester Mira, die er also schon als Kind begehrt hat und was vielleicht für Mira so in der Jugend ein irgendwie etwas abenteuerlich hatte, das ist für ihn, hat für ihn doch eine große Bedeutung. Mira ist die Liebe seines Lebens. Ihm wird dann an einer ganz bestimmten Stelle die Schuld des Vaters bewusst und er möchte dann also auch seinen Vater später bestrafen. Das ist eigentlich das, was ihn antreibt. Interessant ist ja noch der Untertitel Eine kurze Geschichte vom Töten, denn das Töten scheint ja hier eine große Rolle zu spielen. Es beginnt eben mit diesem Mord, den ich dann da eben vorgelesen habe, aber das zieht sich auch durch den gesamten Text, das Töten, und das wird auch deutlich in einer Sprachgewalt, wie sie wahrscheinlich selten ist in der deutschen Gegenwartsliteratur. Ich will eine kleine Kostprobe geben, denn ich will gleich auch noch was zum Töten hier in diesem Roman sagen. Alle Opfer meines Vaters hatten, wenn nicht in Sichtweite, so doch in Hörweite des großen Falls gelebt. Das ist dieser Wasserfall. Sein Tosen war das Hintergrundrauschen auch meiner Kindheit und Jugend gewesen, und die Sand- und Schotterbänke in den Schluchten des Weißen Flusses gehörten zu jenen mit Legenden und Mythen verbundenen Spielplätzen, nach deren tiefgrüner, magischer Schönheit ich mich in meinen Arbeitsjahren an den Stauwerken der großen Ströme Afrikas, Südamerikas und Asiens immer wieder zurücksehnte. Libellen in allen Farben und Größen standen dort vor einem von Schluchträndern eingefassten Sommerhimmel, als hätte das Glitzern des Wassers sie hypnotisiert, und in einen nur im Schwebflug erreichbaren, sirrenden Frieden versetzt. Eisvögel saßen als zerbrechlicher Baumschmuck reglos auf ihren Jagdzweigen, bevor sie sich, die von einer im Innern ihres blau leuchtenden Federkleides zündenden Explosion aus der Erstarrung geschleudert, auf dicht unter der Wasseroberfläche lauernde Glasfischchen stürzten, die dort ihrerseits auf Beute warteten. Jagende Eisvögel erschienen mir damals wie magische Vorführungen der Unausweichlichkeit des Tötens und Getötetwerdens. Immer wieder musste ich mit Fieberschüben und schweren Erkältungen büßen, wenn ich lange, manchmal stundenlang, bis zum Scheitel unter Wasser im Revier eines Eisvogels stand und nur mit Schnorchel und Taucherbrille bewehrt darauf wartete, dass der Jäger sich von seinem Ansitz und aus dem Blau des Himmels lösen und umwirbelt von einer Wolke aus silbrigen Luftblasen in die Wassertiefe und auf sein Opfer stürzen würde. Aber ich habe über Jahre vergeblich auf diesen Moment gewartet. Dieser Moment ist
festgehalten hier im Titelbild. Und da muss man auch sagen, dass das Buch einfach unglaublich schön und stimmig auch letztlich gestaltet ist. Das heißt, das Töten spielt für den Erzähler eine Rolle und es zeigt sich auch, dass er in seiner Jugend, in seiner Teenagerzeit, ja sogar noch als Student selber eine bestimmte Faszination und Lust empfunden hat, wenn er beispielsweise Kleintiere getötet hat. Das ist auch so ein erster Hinweis, was heißt der erste, aber es ist ein Hinweis darauf, dass dieser Erzähler kein zuverlässiger Erzähler ist. Auf der einen Seite schildert er sich sozusagen als eine Art Homo faber, als ein Technokrat, ja, als jemand, der eben sich für, ja, praktisch wie ein Ingenieur denkt und der völlig frei ist von, ich sag jetzt mal, Emotionalität, ja, oder irgendwelchen poetischen Empfindungen. Wenn wir aber dann ihn hören, wie er sich beispielsweise erinnert an eben seine Jugend oder an seine Schwester, dann passt das überhaupt nicht zu diesem so von Technik bestimmten Menschen. Auch diese Stelle hier, da hat man ja gemerkt, das ist das, was Ranzmeier wirklich kann wie kein Zweiter. Er kann mit Sprache arbeiten. Er ist ein absoluter Artist, was das betrifft. Er ist jemand, der die Natur sehr genau in ihren Einzelheiten beobachten kann und kann das dann auch eben sprachlich entsprechend, ja, uns näher bringen. Und das ist natürlich ein Kennzeichen von einer ganz bestimmten Qualität, die wir so in der typischen Massenschreiberware so selten empfinden. So selten. Ja. Da könnte man jetzt noch viele, viele Beispiele aus dem Buch geben. Das würde dann ein bisschen zu weit führen. Aber die Sprache ist, glaube ich, etwas, was Ranzmeier wirklich unterscheidet von ganz, ganz vielen. Manche machen sich darüber lustig und finden das zu artifiziell, wenn er beispielsweise über eine halbe Seite letztlich beschreibt, einfach nur wie das Moment des Schwitzens. Ja? Darüber kann man sich meinetwegen lustig machen oder auch nicht, aber es ist auf jeden Fall immer sehr gewaltig. Und es ist eben niemals trivial. Dennis Scheck hat in einer Literaturbesprechung diese Sprachartistik verglichen mit Mozart. Ich halte diesen Vergleich für vollkommen falsch. Denn Mozart hat ja immer eine gewisse Leichtigkeit, da schwingt ja immer auch Ironie und Witz letztlich mit, bei aller Verspieltheit. Und das ist bei Ranzmeier überhaupt nicht der Fall. Das hier ist ein ernstes Buch. Es ist durch und durch ernst, es ist düster und die Sprache ist immer gewaltig. Ja, das ist eher so eine Wagnersche Pose, die man da hat. Also wenn man Vergleiche zur Musik, zur klassischen Musik herstellen möchte, dann finde ich, ist Mozart absolut falsch, sondern das Entscheidende ist eben eigentlich diese Gewaltigkeit. Ja, schon fast so eine Gigantomanie, würde ich sagen. Ja. Das lasse ich mal alles weg. Darüber muss ich jetzt nicht reden. Interessant sind noch zwei Dinge, finde ich. Also einmal ist es eben so, dass der Erzähler auch versucht, letztlich herauszufinden, was hat eigentlich seinen Vater zu dieser Tat getrieben. Und die Erklärung, die er liefert, die ist etwas verstörend und für mich auch nicht nachvollziehbar. Jetzt kann sein, dass das da ein bisschen gespoilert wird. Also wer selber da lesen möchte und sich überraschen lassen will, der sollte vielleicht dann jetzt irgendwie weghören. Aber das Entscheidende ist eben die Erkenntnis, was hat meinen Vater dazu getrieben, zu dieser vollkommen absurden Tat, nämlich dieser Ermordung auch einiger Touristen.
Was hat ihn getrieben? Das erkennt er selber in Asien, Kambodscha, als er also ein Naturphänomen sich anschaut, wo also eben letztlich durch einen großen Rückstau letztlich das Wasser seine Richtung verändert hat. Ein Phänomen, das man sich tatsächlich auch anschauen kann. Man merkt ohnehin, dass Ranzmeier jemand ist, der hat ja jahrelang auch geschrieben für dieses, für das Magazin Geo, und er ist also wirklich jemand, der um die halbe Welt gereist ist, also unglaublich viel kennt und uns von daher natürlich auch bereichern kann. Er ist aber auch jemand, der das in Sprache kleiden kann, ja, und das ist natürlich auch eine ganz große Stärke. Die Erklärung allerdings, die eben jetzt hier dieser Erzähler und letztlich ja Ranzmeier auch irgendwie uns nahelegt für diese Handlungsweise des Vaters, die ist dann etwas seltsam. Also er betrachtet diesen Rückstau und dass das Wasser der Strom eigentlich seine Fließrichtung geändert hat. Und so scheint er jetzt seinen Vater zu verstehen. Er sagt dann, mein Vater hatte versucht, sich mit diesem Verbrechen zurückzuversetzen, gegen den Lauf der Zeit, zurück in maßlose Träume, in denen ein Fallmeister mehr, viel mehr und einflussreicher gewesen war, als es der Kurator eines Freilichtmuseums am Weißen Fluss jemals werden konnte. Das wäre also die Zukunftsperspektive gewesen. Ja, das ist ein komisches Mordmotiv. Strömungsumkehr durch das Menschenopfer, mit dem sich mein Vater am Nepomukstag gegen alle Vernunft und Menschlichkeit gewandt hatte. Zu dieser Überzeugung war ich in den Tagen an Bord von Neans Boot gekommen, hatte mein Vater sich wohl über jene Zeit erheben wollen, in die er durch seine Geburt verbannt worden war. Zurück. Er wollte seiner Gegenwart entkommen und zurück in den Glanz der Vergangenheit, um wieder zu dem zu werden, was die Fallmeister vergangener Jahrhunderte mit ihrer Kunst gewesen waren, den weißen Fluss zu beherrschen, Herren über Leben und Tod. Tja, diesen Weg der Erkenntnis muss man erstmal als Leser mitgehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das fällt mir sehr, sehr schwer. Man muss noch eine weitere Sache ergänzen, nämlich, dass die Geschichte handelt in einer Zukunft, da gibt es keine fossilen Brennstoffe mehr, es ist eine Dystopie, ja, das ist ein absolut dystopisches Buch, und da gibt es auch ganz großartige Momente, ja, der Beschreibung dieser zukünftigen Welt, in der alles schlecht ist, in dieser Welt will niemand leben. Es ist also auf der einen Seite eine Welt, die eben ja infolge des Klimawandels schon halb überschwemmt ist, und auf der anderen Seite gibt es aber wahnsinnig viele Streitereien, Kriege, Wasserkriege um die letzten Trinkwasserreservoirs in der Welt, große Syndikate, die also darüber letztlich verfügen, und auf der anderen Seite haben wir also eine Zerteilung, Zersplitterung der Welt von großen Nationen, von großen Verbänden hin zu, also so wie heute eben, wo man sagt, wir haben heute supranationale Institutionen, das gibt es da alles gar nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil. Und vor allen Dingen Europa ist vollkommen zerklüftet und zersplittert in Mini-Nationen, Mini-Staaten, so wie man es kennt, so aus der Zeit des 30-jährigen Krieges, ja, wo also, was weiß ich, Schleswig gegen Holstein oder Holstein gegen Hamburg und so weiter Krieg führt, und auch eine ganz seltsame, wie so eine aristokratische Struktur letztlich hat, also eine Wirre von Krieg und Mangel letztlich bestimmte Zeit, das ist schon düstere Science Fiction, ja. Das sind tolle, ganz, ganz tolle
Beschreibungen, die wir da also letztlich bekommen. Aber, und jetzt kommt eben meine zweite Kritik, abgesehen davon, dass ich eben manchmal nicht nur die Motivation dieser Person Fallmeister, sondern auch die manchmal Motivationen zu handeln dieses seltsamen Erzählers. Wo ich dann manchmal frage, auf der einen Seite soll das ein rationaler Mensch sein, auf der anderen Seite sind das vollkommen irrationale, ja schon fast wahnsinnige Handlungen, ja, oder Motive zu handeln, die wir da von ihm erfahren. Also das scheint mir teilweise ziemlich konfus zu sein. Und es scheint mir vor allen Dingen auch manchmal sehr konstruiert zu sein, ja. Also dann am Ende spielt auch noch mal wieder die Mutter eine Rolle, die eben dann letztlich zu einem bestimmten Ziel wird. Dann Schuld, Verstrickung, Mord. Ich will nicht zu viel verraten, aber es sind teilweise dann auch gerade in Bezug auf die Schwester und ihn teilweise absurde, fast schon unfreiwillig komische Szenen, wie ich finde. Und alles passt irgendwie nicht zusammen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Roman, der, obwohl er ankommt wie eine Familiengeschichte, wie ein Kammerspiel, dann aber doch wieder ein ganz großer Entwurf letztlich einer Dystopie ist. Das sind so zwei Ebenen, wie ich finde, die nicht richtig zusammenkommen. Das Zweite, was ich eben teilweise absurd finde, ist die Motivation der Handlung, die ich teilweise nicht nachvollziehen kann, auch teilweise die Erklärungen, die uns gegeben werden, nicht nachvollziehen kann. Jetzt muss man eben dazu sagen, ja, die Erklärungen kommen ja auch von einem Erzähler, der selber wahnsinnig unzuverlässig ist. Ja, das mag ja sein, aber trotzdem, ob das eine Stärke ist oder nicht, das weiß ich nicht. Großartig, wie gesagt, ist, finde ich, der dystopische Hintergrund. Großartig ist die Sprache, an der man sich durchaus eben berauschen kann. Es bleibt aber insgesamt für mich ein Roman, der insgesamt nicht überzeugt. Ja, bei aller Verehrung für Ransmeyer, aber ich finde eben, dass hier teilweise etwas nicht mehr so sinnvoll geschlossen wird, wie man sich das vielleicht erwünscht oder vorstellt. Ja. Von daher ein interessantes Buch, natürlich lesenswert. Es gibt kein Buch von Ransmeyer, das nicht lesenswert ist. Aber ist er richtig gut? Ist der Roman richtig gelungen? Ich würde sagen, nein. Mich würde natürlich interessieren, ob ich damit alleine bin oder ob sich da vielleicht der ein oder die andere findet, die das auch so sieht. Wie habt ihr das Buch empfunden? Welche Lektüre-Erfahrungen habt ihr gemacht? Seht ihr das auch so? Habe ich vielleicht das ein oder andere einfach nicht richtig verstanden? Darüber würde ich gerne in die Diskussion kommen. Von daher, lest das Buch und dann würde ich mich über ein Feedback freuen. Macht's gut!